Tja, da sind wir jetzt in der Halle der Helden, in der Hall of Heroes sind wir unterwegs. Wir haben heute den, jetzt muss ich keinen Plan, welchen wir heute haben. Moment, jetzt muss ich einmal kurz aufs Datum schauen. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht. Den 8. April haben wir heute. Gronkh hat jetzt auch schon angefangen mit Infinite. Blödsinn, Infinite, um die Sachen jetzt halt hochzuladen. Und erst so gesehen, von den Videos her, er ladet mehr hoch wie ich im Moment, hängt aber im Spielstand noch hinterher. Das heißt, mein Ziel ist es, so gesehen, was ich mir persönlich gesetzt habe, vor Gronkh versuchen, das Game durchzuhaben. Und das wird natürlich eine richtig coole Sache, wenn das funktionieren würde. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich mich dementsprechend besser fühlen würde als Gronkh, also wenn es funktioniert. Das ist einfach jetzt nur ein persönliches Ziel für mich. Besser wie Gronkh bin ich definitiv nicht. Sein Let's Play ist meiner Meinung nach, also allein schon in der Anfangssequenz, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, die wir haben. Also vom Spielstil her, von manchen Sprüchen her auf jeden Fall. Von dem her, aber das hat keiner von uns gegenseitig abgeguckt, würde ich jetzt mal so direkt spontan sagen. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Togarot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Okay, gut, das ist also schon mal der erste Widersacher. Ah, kämpfe für mich. Ja! Du hast gerade eben meinen Kumpel erschossen! Du olle Partner, kann doch nicht machen. Ja, oh. Ich werd bekloppt. Was ist das denn hier? Schrothupe. Ja, stimmt ja, da konnte ich ja nichts machen. Wie konnte man nochmal Waffenwechsel? Ah ja, stimmt. Da war ja was. Also ich habe schon wirklich ein bisschen länger Pause gemacht. Das ist doch jetzt so ein kleines Problem. Ich weiß auch eigentlich gar nicht mehr, was ich überhaupt machen wollte. Wo sagte ich, bin jetzt zwar hier. Ich weiß noch, ich musste diesen komischen. Noch eine Schrotflinte. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. So, ich sehe du. Steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich mit... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Ja, das glaube ich auch. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Töte dein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Na dann, du bist erstmal auf meiner Seite. Peng, weg mit dir. Sterbt. Weg mit euch. So. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Ja. Hallo? Was erwartet ihr denn bitte schön? Die haben zuerst geschossen. Bestimmt haben die zuerst geschossen. Das habt ihr doch gesehen, dass die zuerst geschossen haben, oder? Ihr habt das doch alle gesehen. Die haben definitiv zuerst auf mich geschossen. Ich musste mich wehren, das ging leider nicht anders. Abgesehen davon haben die nach Fisch gerochen.
Das heißt, die waren schon gammelig. Ich habe denen so gesehen nur einen Gnadenstoß gegeben, der schon längst überfällig war. Lockpick. Schön, Nummer 6. Ich wusste noch ganz genau, irgendwo war noch ein Safe, den ich eigentlich öffnen müsste. Noch einer. Oh, verdammt. Ich hatte einmal Leben gehabt. Dann wollte ich nochmal Schild. Wollte ich nochmal Schild? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach mal Schild. So. Ich fühle mich schon besser. Aber wie? Ganz gewaltig viel besser. Ein kleiner Tipp hier nochmal an die Leute, die das Game vielleicht noch nicht haben und sich überlegen zu holen. Wenn ihr euch einen Season Pass holt, das seht ihr auch bei Gronkh in seinem Let's Play in Teil 6. Man, der ich hat versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Naja, das weiß ich. Aber bei ihm, der hat da einen unwahrscheinlich hohen Boost gekriegt, direkt von Anfang an. Hopp! Also jede Menge Schadensboost für Pistole. Ach komm. Den nehmen wir mit. Ich will sowieso alle möglichen Booster haben hier, von dem her. Alles einsacken, was geht. Was haben wir hier? Verkaufsautomat, Gesundheitskit. Gesundheit habe ich voll. Salz wäre nicht. Oh, ich habe kein Geld mehr. Das ist natürlich unpraktisch. Was haben sie gesagt? Bei Wounded Knee sollen wir rein. Und was ist dann da hinten mit hier mit der Boxer-Rebellion? Da würde ich allerdings auch gerne hin. Ich gehe zuerst mal hier in die Boxer-Rebellion rein. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Oh, schade, es gibt keinen Gong. Hätte ich jetzt eigentlich mehr mitgerechnet, so ein Plöng kommt oder irgendwie sowas. Na, schönartig bleiben. Nur für Angestellte. Ein Glück, dass dieser Job jetzt seit neuestem meiner ist. Moment. Was haben wir hier hinten? Auch ein Durchgang. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Aha. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube... Ellie, falsche Richtung. Wir sollten uns erst nochmal hinten die Ecke da hinten ansehen. Definitiv. Ich war Ellie. Los, komm mit. Ich wette, hier ist ja nur für Angestellte. Das heißt... Ah, wie ich mir dachte. Hier liegt nämlich jede Menge Kram und Gerümpel rum. Oh, Spezialkleidung. Münzen unter der Matratze. Ich habe ihn gekriegt. Schön. Was haben wir denn da? Bei Zerfall des Schildes wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. 5 Sekunden lang. Vergleich anzeigen. Was habe ich denn hier drin? Aktuell drin. Sturmhut beim Töten. Mit Teufelskuss, Schockjockey, Bockner, Bronco, Springen, Effekt auf ferne Nähe. Nehmen wir den. Karabiner? Nee, Karabiner will ich nicht. Ich habe im Moment keine wirkliche Lust auf Fernkampf, um zu switchen. Ja, was heißt? Ruhe. Das heißt Fernkampf umswitchen. Ich wollte jetzt eigentlich kein Snipergewehr reinnehmen. Das will ich eigentlich nur damit sagen. So, von da sind wir gekommen. Was ist da? Ein Lockpick. Ja, cool. Schön. Cookie da. Was man hier nicht alles für Schrott findet zwischendurch. Ups, Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir hier durch. Komm. Lauf, Ellie, lauf! Aber du läufst. Das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Kolumbiens nach Peking. Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Leute geraubt!
Oh. Ich glaube, ich hätte vielleicht vorher doch umswitchen sollen auf den Karabiner. Geh weg! Scheiße! Ja, danke, Ellie! Wo sind die Pisser? Ich seh nix! Da unten! Bam! Weg mit dir! Oh! Du Schwein! Stirb! Was hast du zu bieten? Naja, ich habe gerade eben einen von euch erschossen und das in der Luft. Das habe ich euch zu bieten. Und du bist jetzt... Lass das! Ich hasse das! Ich bin gerade beschäftigt. Jetzt kannst du. Dankeschön. Sehen Sie mich? Nein. Sie den Mann, der Comstock gerne wäre? Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Ghost Dancer. Wer sind die Ghost Dancer? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Das ist irgendwie ja meistens so. Irgendeiner wird großartig gefeiert hier, so wie er. Aber letztendlich gemacht haben sie... gar nichts. Aber was hat uns das hier eigentlich gebracht, hinzugehen? Das wundert mich. Irgendwas muss es doch hier geben. Ich meine, okay, ich habe jetzt noch einen Lockpick gekriegt. All möglichen anderen Kram. Aber so im Allgemeinen gab es jetzt dafür irgendwas Dickes oder irgend sowas? Eigentlich nicht. Oder ich habe es übersehen, aber ich möchte jetzt auch nicht stundenlang hier absuchen alles. Von dem her würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal raus in Richtung Wounded Knee. Ich würde mal echt gerne wissen, wie zum Henker ich... Ja, verschlapp mir! Bam! Peng! Danke dir, Mausi! Weiter geht's! Nächste bitte. Na? Will noch einer? Wie sieht's denn eigentlich? Könnte ich den mal nachladen oder so? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Drei Schuss wieder drinne. Echt, die Schrotflinte reizt mich natürlich auch. Ganz gewaltig sogar. Ich würde die sehr gerne mitnehmen, aber... Voll, Bazooka, die voll, ist voll. Ne, brauche ich eigentlich alles gar nicht, den ganzen Schrott, also gut. Auf nach Wounded Knee! Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Aha, hier ist noch was für Leute wie mich, die anderen gern mal im Nahkampf so den Schädel wegblasen. Sag mal da, Schubkontrolle verbessert Schub- und Bremskontrolle an Skylines. Der ist, nee.